Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das aktuelle Dilemma rund um die Ersatzversorgung Ende 2021 in der Preiskrise, in der Abschlagserhöhungskrise, in der auch Insolvenzwelle kann man noch nicht sagen, aber in der Zeit, in der es tatsächlich mal wieder einige Versorger leider auch getroffen hat. Und die eben nicht über diese krassen Preisschwankungen hinweg existieren konnten. Wir haben dazu einige ausführliche Videos gemacht. Schaut euch die jetzt auch nochmal an. Heute soll es mir ein bisschen gehen um das Thema der Ersatzversorgung. Und geht es denn überhaupt, dass ich Ersatzversorgungskunden ablehne oder dass ich die in andere Tarife stecke oder wie auch immer? Jetzt habe ich hier als Einstieg den Titel von einem ZFK-Artikel, nämlich: Neukundenablehnung in Ersatzversorgung, geht das überhaupt? Grundversorger Midgas hat die Aufnahme von früheren Gas.de-Kunden in die Ersatzversorgung verweigert. Ist das rechtlich zulässig? Die ZFK hat nachgefragt. Und weil es ein ZFK Plus-Artikel ist, kann ich den euch jetzt natürlich nicht zeigen. Ich werde also auch nicht runterscrollen. Aber hier ist ja ein interessanter Punkt. Gas.de war ein Versorger, der jetzt praktisch die Versorgung beendet, der die Kunden rausgibt und die fallen erstmal standardisiert in die Ersatzversorgung. Gucken wir uns gleich nochmal an, was die Ersatzversorgung ist. Im Großen und Ganzen ist es eine Notfallversorgung für maximal 3 Monate, in denen praktisch die Energiemengenzuordnung zu diesem Versorger stattfindet und damit praktisch der Kunde jemandem, einem Versorger, also zugeordnet ist. Und damit kann eine Rechnung geschrieben werden und damit ist die Energiewirtschaft zufrieden. Für den Kunden selbst bedeutet das natürlich höhere Preise bei Ersatzversorgung, bedeutet ja ungeplant, bedeutet kurzfristige Energiemengen müssen jetzt irgendwo beschafft werden für diesen Kunden, für sein Portfolio praktisch, für seinen Portfolioverbrauch. Also ist es mit gewissen Einkaufsrisiken verbunden, ist natürlich aktuell sehr, sehr teuer und deswegen ist der Tarif auch für den Kunden teurer. Das ist ganz logisch. So, aber was ist jetzt passiert mit dem Versorger mit Gas? Haben wir jetzt einen ersten Grundversorger, der auch richtig groß ist. Eine Midgas ist in Sachsen-Anhalt, Mitteldeutschland, noch ein bisschen Thüringen, der Grundversorger schlechthin. Also Midgas ist praktisch die Gasseite und Envia M ist die restliche Stromversorgungsseite. Da gibt es auch Mitnetz, Mitnetzstrom, Mitnetzgas. Das ist also ein sehr, sehr großer Konzern, der auch insgesamt noch mit zur RWE immer gehört hatte, der ist auch praktisch mit zur E.ON mit rüber wechselt, soweit ich das noch weiß. Naja, und jedenfalls, der hat gesagt, wir nehmen jetzt einfach die nicht auf. Wir nehmen diese Kunden von Gas.de jetzt nicht in die Ersatzversorgung. Machen wir nicht. Geht das überhaupt? So, und dann ist es spannend, was die sagen. Die sagen im Großen und Ganzen, das steht jetzt auch nicht nur in den ZFK-Artikel, das weiß man auch so schon, die haben sich auch selbst dazu geäußert. Die sagen, es gibt ja eine Regel, dass ich die Grundversorgung ausschlagen darf, wenn es wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Und diese Frage ist ja super spannend auch für alle anderen Grundversorger. So, und dazu gehen wir in das NWG. Ne? Da hier die Seite so ein bisschen unübersichtlich ist, habe ich mir das mal als PDF hier geöffnet, das NWG als PDF. Und wir dann in das Inhaltsverzeichnis gehen und scrollen so ein bisschen runter in Richtung Paragraph 36, wie ihr alle natürlich auch schon auswendig gewusst habt, dann steht dort Grundversorgungspflicht und 38 Ersatzversorgung mit Energie. Und hier noch Ausnahmen von der Grundversorgung. Alles klar, die sind jetzt erstmal für uns interessant, die 36, 37, 38. Dann scrollen wir mal ein bisschen runter, bis wir ungefähr dorthin kommen. Ich muss ja nochmal gerade rausscrollen, ich sehe es nicht. Ah, ich bin noch bei der 13. Ich bin bei der 15. Ach Gott, jetzt komme ich langsam hin. 33. Jetzt bin ich schon dran vorbei. Hier haben wir die 36, Grundversorgungspflicht. So, also was ist es? Grundversorgungstarif habe ich auch schon mal erklärt. Eine Standardversorgung, wenn der Kunde sich keinen anderen Versorger sucht, kann unendlich lang dauern, ist meistens ein bisschen teurer als normale Tarife. Ersatzversorgung hingegen, Notfallversorgung maximal 3 Monate. Wichtig dabei ist immer, das ist ein sehr transparenter und standardisierter Tarif. Das heißt, AGBs und Preise sind dabei öffentlich, damit das eben auch für jeden transparent genutzt werden kann. Und damit ist praktisch auch hier Verbraucherschutz gewährleistet. So, und hier kommt etwas. Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. So, das ist jetzt der Stand der Definition. Mehr steht hier nicht. Mehr wird hier auch nicht erklärt. Aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist jetzt eine Auslegungssache und diverse Wirtschaftskanzleien, die sich jetzt schon dazu geäußert haben, sagen eben auch,
Das kann man nicht pauschalisieren, was das bedeutet. Das muss in jedem Einzelfall einzeln betrachtet werden. Und wenn, wie jetzt ja, festgestellt von gas.de, plötzlich 5000 Kunden bei der Mitgas laufen würden, dann müsste eigentlich 5000 Mal individuell entschieden werden, ist das Ganze gerade wirtschaftlich zumutbar, dass wir diesen einzelnen Versorgungskunden übernehmen können in die Ersatzversorgung oder nicht. Jetzt steht hier ja noch was, ne? Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn wirtschaftliche Gründe nicht zumutbar sind. Hier steht also streng genommen nur die Grundversorgung. Hier steht nicht Ersatzversorgung und das steht hier auch nicht im Weiteren. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, der Ersatzversorger ist auch immer der Grundversorger. Ersatzversorgung wird vom Grundversorger durchgeführt. Aber es steht hier streng genommen nur, dass die Pflicht zur Grundversorgung bei wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar, nicht besteht. Das steht da nicht für die Ersatzversorgung. Das ist also mega schwammig und eine unglaubliche Grauzone, die wir jetzt praktisch durchdenken müssen. Und im Großen und Ganzen läuft es ja darauf hinaus, eine Grundversorgung kann endlos lang laufen. Und wenn jemand nachhaltig nicht zahlt und vielleicht auch wirklich gar nicht zahlen will, weil er sich zum Beispiel auch nicht als Teil der Bundesrepublik Deutschland sieht, sondern in seinem eigenen kleinen Königreich wohnt, was er sich in seinen Gedanken vorstellt, dann wird er ja vielleicht nicht zahlen und kann wahrscheinlich auch nicht zahlen. Und dann kann ein Versorger sagen, nee, alles klar, wir nehmen dich jetzt hier raus, wir sperren dich praktisch dauerhaft. Aber auch Leute, die wirklich notorisch nicht zahlen, aus was auch immer für Gründen, während man mittlerweile auch dazu übergeht, Sperrungen möglichst zu vermeiden und wenn es vor allem um soziale, wirtschaftliche Gründe geht, die dann eben auch anders anzugehen und Sozialtarife oder ähnliches zu nutzen oder Energieberatung anzubieten, was man ja auch muss mittlerweile. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, bei jemandem, der notorisch dauerhaft nicht zahlt, eine Sperrung zum Beispiel durchzuführen. Und dann ist es nämlich wirtschaftlich nicht zumutbar. Ne? Also wenn jemand wirklich nicht zahlt, ist es wirtschaftlich nicht zumutbar. Das ist so ein Beispiel. Das ist das klassische Beispiel. Der notorische Nichtzahler, der darf auch vom Grundversorger schlussendlich gesperrt werden. So, aber die Ersatzversorgung, die läuft maximal 3 Monate. Ist es wirklich wirtschaftlich nicht zumutbar, jemanden 3 Monate lang zu versorgen? Wenn vor allem die Ersatzversorgung auch nur für Haushaltskunden definiert ist, ne? Das ist dann der wichtige Punkt, wenn wir da runtergehen. Es gibt also grundsätzlich die Festlegung, dass es den Haushaltskunden bedarf, um eine Ersatzversorgung durchzuführen. Und dann, genau, für Haushaltskunden, bla bla bla. Der hat nicht so viel Verbrauch. Der Haushaltskunde hat typischerweise unter 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Den Einzelnen für 3 Monate dann zu versorgen, das heißt eben maximal ein Viertel dieser 10.000, also 200.000 Kilowattstunden, um ein geplantes Ziel versorgen zu müssen. Naja, ob das wirklich nicht wirtschaftlich zumutbar ist, ist so eine Frage. Insbesondere, weil hier eben auch nur diese Regelung für die Grundversorgung formuliert wurde. Ich möchte schlussendlich sagen, es gibt keine klare rechtliche Grundlage dafür, die sagen würde, ich darf einen Ersatzversorgungskunden ablehnen. Denn sofern ein Verbraucher über das allgemeine Versorgungsnetz in der Niederspannung oder Gasniederdruck versorgt wird, ohne dass diese Versorgung einem bestimmten Versorger, also einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet ist, dann gilt die Energie als von dem Unternehmen geliefert, was nach 36 Grundversorger ist. Wenn also kein anderer Versorger zugeordnet ist, dann ist der Grundversorger der Ersatzversorger. So. Und wenn es praktisch gas.de nicht mehr versorgt, dann ist der Kunde nicht mehr zugeordnet, dann ist er niemandem zugeordnet, dann er bezieht aber natürlich trotzdem Gas oder in anderen Fällen bezieht er Strom. Und dann ist also der Grundversorger sofort zugeordnet und macht die Ersatzversorgung. So. Die Preise dafür sind allgemein veröffentlicht. Und am Ende muss auch eine Rechnung gestellt werden. Nach maximal 3 Monaten ist das Ganze aber vorbei. Das ist was anderes, ne? Das ist was anderes als eine Grundversorgung. Der Grundversorger macht es zwar, aber es ist zeitlich eindeutig eingegrenzt. Ich bin kein Jurist, aber ich bin Energiewirtschaftler. Und aus Sicht eines Grundversorgers ist natürlich jetzt die Situation, ich bekomme plötzlich 5000 Kunden in der Ersatzversorgung gespült,
schrecklich. Das ist ein ernsthaftes wirtschaftliches Problem, weil ich muss jetzt sofort die Energiemenge für diese Kunden einkaufen. Ersatzversorgung bedeutet aber auch, die könnten immer noch rückwirkend dort wieder rausgeholt werden und dann praktisch über diese berühmte ZD2, praktisch die Abmeldung aus dieser Ersatzversorgung und dann der Lieferbeginn angestoßen werden, was auch rückwirkend immer noch geht, 6 Wochen rückwirkend, genauso wie bei Einzug. Dann habe ich das eingekauft, dann ist der Kunde wieder weg, dann muss ich wieder verkaufen und habe dabei ein Verlustgeschäft gemacht für nichts. Puh, das will natürlich niemand. Und im Alltag geht das ja, weil dann hast du ein paar Dutzend Kunden, je nach Größe in deinem Gebiet, so pro Tag oder pro Monat oder pro Jahr. Und dann geht das, dann ist das bewältigbar. In deiner Größe entsprechend kannst du die normalen Ersatzversorgungskunden bewältigen. Und im Zweifel kriegst du die auch in deiner eigenen Versorgung oder wie auch immer. Wenn die Leute faul sind, dann sowieso. Aber was ist jetzt, wenn es plötzlich 5.000 sind? Aus Sicht des Versorgers verstehe ich absolut, das nicht machen zu wollen. Das ist eine riesige Gefahr. Aber es gibt eigentlich keine Grundlage dafür, es abzulehnen. Weil diese wirtschaftliche Nichtzumutbarkeit, die wird gerade einfach nur dahin fabuliert. Ne? Diese 36 hier mit wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar, da wird es halt behauptet, naja, das ist jetzt gerade für uns nicht wirtschaftlich zumutbar. Und wir behaupten, das gilt auch für die Ersatzversorgung. Jetzt sind dort natürlich auch die Juristen aktuell ein bisschen auf verschiedenen Fronten unterwegs und sagen, ja, man darf das ablehnen. Die Bundesnetzagentur sagt, nein, das darf man zum Beispiel nicht. Tja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Nach aktuellem Stand ist das eine maximale Grauzone. Es ist wirklich nicht klar, was da passiert. Nach meinem Verständnis aus Sicht des Energieversorgers kann ich es nachvollziehen, aber ich kann als Energiewirtschaftler gerade nicht sehen, dass es zulässig wäre, eine Ersatzversorgung abzulehnen. Und wenn jetzt hier Grundversorger zuschauen, ich würde es nicht machen. Ich würde jetzt gerade nicht diesen Weg gehen, Kunden abzulehnen. Klar, das ist gerade richtig fies und wirtschaftlich vielleicht wirklich ein riesiges Problem. Aber es ist nicht definiert, dass man bei einer Ersatzversorgung das ablehnen darf. Das kann man nur interpretieren. Ne? Das kann man mittelbar durch eine logische Kette sich herbeireihen, dass es möglich wäre. Aber es steht da nicht. Ne? Also müsste man darauf hoffen, dass im Zweifel auch höchstrichterlich irgendwann entschieden wäre, ja, man darf auch in der Ersatzversorgung ablehnen. Das würde dann aber das Prinzip der Ersatzversorgung ad absurdum führen, weil du bist Ersatzversorger eben genau dafür, dass du sie durchführst. Wenn du sie nicht durchführst, dann ist der Kunde trotzdem irgendwo herumhängend und dann nimmt ihn am Ende keiner mehr an und dann die Energie fließt ja trotzdem und jemandem muss die Energiemenge zugeordnet werden in die Bilanzkreisbewirtschaftung. Und dafür fällt es nun mal zum Ersatzversorger. Na? Das ist das Dilemma. Es gibt keine Alternative für die Ersatzversorgung. Wenn man jetzt hingeht und sagt, alles klar, ihr 5.000, ihr kriegt ja gerade ein Sonderangebot von uns in einen besonders teuren normalen Tarif. Ja klar, das ist eine Lösung, aber damit fällt er faktisch erstmal in die Ersatzversorgung und dann nehme ich den aber in den richtigen Tarif rein. Kann man schon mal machen. Aber ihn komplett abzulehnen, geht nicht. Das macht energiewirtschaftlich keinen Sinn. Dann hört hier der Sinn der Bilanzkreisbewirtschaftung auch auf. Ne? Versteht ihr das? Ist ein Dilemma. Was ist denn eure Meinung dazu? Habt ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen rund um dieses Thema der Ersatzversorgung und diese eben abzulehnen? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.